Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ach, das ist noch einer. Ja, was soll ich jetzt machen? Du hoffst. Ich schaue mich jetzt gern hier noch ein bisschen um, ob sich irgendetwas noch findet oder mitnehmen lässt, bevor ich jetzt gegebenenfalls auf den jungen Mann da reagiere und damit eine Cutscene triggere oder ähnliches, wodurch das Spiel seinen Verlauf nimmt. Aber es scheint nicht so zu sein. Hey, can you hear me? The blood's still fresh. Oh je, und so wieder schon vibriert jetzt hier so ein bisschen. Oh, wir haben gerade wieder ein Problem. Wir kriegen wieder ein Problem. Stark verstümmelt, ja. Some of those are defense wounds. Multiple cuts. Probably a long blade. Let me just. Und schon sind wir wieder im Krieg, ne? How? Jesus Christ, what the fuck just happened? What the? Was? Oh nee. Was? Nee. Alter. Okay, alles klar. Jetzt war ich ganz kurz darauf bedacht, ich muss jetzt hier gleich verhindern, dass diese Kreissäge den Mann zersägt. So wie es aussieht, kann ich es nicht verhindern. Scheiß die Wand an. Rise of Insanity gibt's für die PS4, glaube ich, auch, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe so viele Spiele eigentlich aktuell, sowohl auf der PS4 als auch auf dem Laptop sogar noch ein paar, die irgendwann mal gespielt bzw. geletzplayt werden sollten, meiner Ansicht nach. Da brauche ich momentan fast nichts Neues. Und ich finde ja auch, dass, wie heißt das noch, was ich gerade bei dir angeschaut habe zuletzt? Dings. The Beast Inside. Das sieht mir ja auch ganz knuffig aus. Oder Soma. Soma ist mir so, ist mir ein bisschen zu futuristisch aufgebaut. Also mir sieht es zumindest mal so. Ist unter Wasser und sowas, ne? Unter Wasser, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Videokassette. Moment. Ich mache das gleich mal weg. Also, hier wird mit Sicherheit gleich zu sehen sein, wie dieser gute Mann hier in die Kreissäge kommt. Beast Inside. Also ich finde es tatsächlich gut. Also es wirkt sehr interessant. Was ich an dem Vieh leider, an dem Spiel leider ein bisschen befremdlich finde, ist die Sache mit diesem Dingsbums da, das ein bisschen an Alien Isolation erinnert, dieses Dings da, womit du die Entitäten da fängst oder abschießen kannst. Cthulhu gibt es auch für PS4, ja. Aber wie eben schon erwähnt, ich habe so viele Spiele auch hier noch rumstehen. Auf dem PC, also auf dem Laptop, da. Also eigentlich sollte ich tatsächlich mal anfangen, die Spiele wegzuspielen, damit ich eigentlich überhaupt nur mich berechtigt fühle, wieder Geld für ein neues Spiel auszugeben. Jetzt schaue ich mir aber erstmal den netten Mann hier an. Der Song ging direkt in den Collarbone. Pulled him in und in his face. Mitsamt dem Gesicht. Okay. Ja. Heieiei. Das gibt aber ein sehr schönes Thumbnail, muss ich sagen. Okay, wirklich schön. Ah? Ja. Half-Life und wahrscheinlich wegen Half-Life Alyx, was jetzt frisch erschienen ist. Was ja in VR ist. Ich weiß gar nicht, ob es VR unbedingt braucht oder ob es nur optional VR anbietet. Aber konzentrieren wir uns mal. Was? Bullet? Bullet! Moment. Will mir meinen Hund klauen? Ich muss meinen Hund retten, glaube ich. Wie komme ich da jetzt hin? Oh, Hilfe! Bullet! Komm her! Lass mich raten, der Hund überlebt das. Oh, er geht wieder. Aber vielleicht ist es auch ein ganz normaler, lebendiger Mensch, der hier noch andere Menschen weniger lebendig macht.
Man weiß es nicht. Okay, also ich muss jetzt hier auf jeden Fall ein Videoband anschauen, habe ich festgestellt. Beziehungsweise habe gerade eins gefunden, deswegen gehe ich davon aus, dass ich mir das hier anschauen muss. Der Mord. Ja. Oh, liebe Leute, der ist doch schon tot. Ist er noch draußen, der Mann? Boah, lass mal meinen Hund in Ruhe, du Mistkerl. Es wird was passieren. Ich muss es mir aber wahrscheinlich bis zum Ende anschauen, ne? Okay. Auf dem Videoband ist er in die Richtung hier gelaufen. Der Mann ist immer noch da. Also ich fühle mich jetzt hier schon nicht so wohl, ne? Also mit dem Hund da. Oh, das Gerät hier läuft jetzt halt, ne? Das geht jetzt auch nicht mehr aus. Vielleicht muss ich das irgendwo ausschalten? Stoppen? Auf irgendeine Art und Weise? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen hilflos jetzt gerade. Okay, sitzt immer noch da. Hund lebt noch, so wie es aussieht. Fühle mich eigentlich noch ganz wohl. Also eigentlich nicht. So, also jetzt nochmal. Jetzt sollte da eine Tür aufgegangen sein. Hä? Oder so? Ich finde... Bullyboy, geh da weg! Geh weg! Hör auf! Ich will nicht, dass dem Hund was passiert eigentlich. Was ist denn das hier jetzt für eine Geschichte? Warte mal. Das ist doch eine Tür. Moment. Ach, Tür ist auf. So, Ricky, ist es richtig, dass ich jetzt da runtergehe? Zu dem Mann. Ich will nichts... Also, ich werde zwangsläufig irgendwas falsch machen. Zwei Monitore, ja. Aber vielleicht hast du auch zwei paar Kopfhörer. Oder so. Also. Ich muss zu dem runter, ja. Also gut. Dann will ich mal hoffen, dass der mich nicht gleich killt, wenn ich jetzt auf ihn zu... Wer sind Sie? Komm her. Wer sind Sie? Das ist doch der den auf die Ketten auf die Kreissäge gelegt hat. You killed Lanning. Did you see her? What? You looked into their eyes. Did you see her? But where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He awaits. Stop messing with me or what? You kill me. Killing is always the solution, isn't it? You're far too weak. Too scared. Ich den erkenne. Weiß nicht, ich könnte aus Outlast sein. Ist auf jeden Fall der Typ von der Videokassette, der den anderen auf die Kreissäge geschmissen hat. Und nun?
Ich finde mich doch jetzt nicht gleich selber auf der Kreissäge wieder, oder? Aber... Ich finde den Soundtrack aber extrem geil. Jetzt ist er vorbei. Und wer sind Sie? Ah, Rückblende. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Six dead, six grieving widows, nine orphaned children, one negligent soldier. You should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. So weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. Yo. Ja, also Stimmen hat der gute Alice ja auch schon gehört, ne? Nicht nur einmal. Jetzt sind wir wieder bei dem Camp. Ist doch das vom Anfang, oder? Komm rein, Alice, wo rein? Wo hab ich denn... Kann ich gerade gar nicht nehmen, das Funkgerät. Ist das weg? I said, come in, Ellis. Wo rein denn? Patrick. Come in, Ellis. Jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack, Junge. Wo soll ich denn rein? Da ins Zelt oder was? Huh? It's all rotten. But how? I said, come in, Ellis. It'll take a while for it to get this bad. Hier rein? Meint er da rein? Da ist ein Zettel. Moment. Geh mir doch nicht auf den Sack. Patient zum monatlichen Therapietermin zur Bekämpfung von Angst... Angstneurose empfangen. Scheint stabil zu sein. Erneut kein Gespräch über den Wald oder seinen Freund. Dissoziative Amnesie verschlimmert sich möglicherweise. Halt die Fresse. Ich muss zugeben, dass ich mich um einen Patienten zunehmend, sorge. Alle scheinen die Sache hinter sich gelassen zu haben, aber er spricht nach wie vor nicht über den Wald, was fast unheimlich ist. Er interessiert sich fürs Wandern und die Jagd. Man bot ihm ein Stipendium in einem anderen Bundesstaat an, aber er will die Stadt partout nicht verlassen. Irgendetwas hält ihn hier fest. So. Ja, wenn du mir jetzt mal sagen würdest, wo rein ich kommen soll, du Bastard. Elendiger. Oh, noch ein Figürchen. Okay. Ja. Oh, da liegt auch wieder. Boah, der geht mir so auf. Ah, vielleicht muss ich das nur aufheben. Was du willst? Habe ich schon gemacht. Meintest du dieses Holzfigürchen?
Ja, okay, also ich scheine es jetzt noch nicht gefunden zu haben. Aber es muss hier ja irgendwo sein. Also wenn ich es jetzt noch nicht gefunden habe und er mir immer noch sagt, dass es irgendwo liegt, muss es ja hier sein. Sagst du jetzt, du bist ja nicht hier, du Idiot. So, hier glänzt irgendwas so hell. Das ist nur Wasser. Das etwas die Sonne oder was auch immer für Licht hier reflektiert. Ich soll irgendwas finden, es ist nicht so schwer zu finden. Behauptet er. Ist nicht so schwer zu finden, sagt er. Vielleicht jenes? Was ist das? Noch eine Kamera. Oder ist es die gleiche? Okay. Bastard. Wait, what the hell is this? Was? Was ist was? Ist interessant. Warte mal, ich habe auch die Nachtsicht an. Jetzt, was zur Hölle ist was? Also er hat jetzt auf dem Video gemeint, er gibt, also das Messer soll ich nehmen? Und mich mit ihm irgendwie bei in seiner Ecke treffen. Aber wo ist denn seine Ecke? Und alles, was hier so weiß markiert ist, also das wirkt auch irgendwie wie mit Kreide irgendwie vollgeschmiert. Also gar nicht ganz uninteressant. What the hell is this, hat er gesagt. Also hier ist mal nichts mehr. Ich sehe zumindest mal kein Symbol, das darauf hinweist, dass hier noch irgendwas zu holen wäre. Deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, sich nochmal das Videoband anzusehen. Okay, also es ist... Ah, das ist wieder das Polizeiauto, das wollen wir ja gar nicht. Der Mord, der Hinweis. Beerdigung, Maschine, Jagd, Mord, der Hinweis. Wo ist denn jetzt das Video mit dem Jungen hin, gerade eben. Jetzt war doch gerade eben. Okay, also vielleicht ist das jetzt hier irgendwie ein Weg, da was zu finden, dass ich diesen Spuren da folge. Okay, also ich habe das Gefühl... Zum einen, dass das, was ich jetzt hier unter der Nachtsicht gut sehe, dass ich da irgendwie einen Hinweis finde, Folge der Spur, dann kommt nicht zu nah an die, aber kommt nicht zu nah an die anderen Typen. Da sind noch mehr Typen. Also,
Dann wäre die Spur... Moment. Wo geht denn die Spur lang? Diese Spur... Also das hier sieht doch aus wie Fußspuren so ein bisschen. So sehr durcheinander alles. Müssen aber auch keine Fußspuren sein. Und sind das jetzt irgendwelche Spuren, die ich hier mit der Nachtsicht besonders gut sehe? Ist das die richtige Richtung? Ich wage es zu bezweifeln. Also die Spur vom Baum weg. Okay. Also ich soll jetzt auch so ein paar weiße Zweige aufsammeln gehen. Also wäre es jetzt schon... Warte mal, in die Richtung hier, ne? Sehe ich das richtig? Ich sehe allerdings noch keine anderen Typen. Aber vielleicht ja gleich. Links. Oh. Also wirklich, wenn man das nicht weiß, ne? Man läuft ja hier stundenlang nur im Kreis. Ich frage mich, wie das irgendjemand auf Anhieb in 3,5 Stunden durchspielen kann. Ah ja. Ein bisschen Weitblick ist nötig. Ich verstehe. Ja, den habe ich natürlich nicht, ne? Also da ergibt die Kamera jetzt tatsächlich Sinn. Also, zusätzlich zu dem Sinn, den sie sonst hat. Aber ich soll den Typen nicht zu nahe kommen, sagst du? Das heißt, hier muss ja irgendwo noch jemand rumlaufen. Und das, worauf ich jetzt zulaufe, sieht ja sehr interessant aus. Du bleibst hier. Bullet! Komm her! Hupsum! Beim Baum wird's echt nervig. Ah ja, das werden wir ja sehen, ne? Ist ja eher subjektiv, ne? Wie man das dann sieht. Aber ich glaube, wenn du das sagst und so empfunden hast, dann wird mir das ähnlich gehen. Aber von was für Typen, denen ich nicht zu nahe kommen soll, hast du denn hier gesprochen? Bis jetzt bin ich keinem Typen begegnet. What are you talking about? Keep your eyes on the camera. You'll see soon enough. And keep the mud close, or it'll wake him up. Komm her. Bei Fuß. So, jetzt aber. Bleib bei mir. Close to me. Ah, jetzt wird's unschön. Es wird unschön. Es verschwimmt auch schon wieder alles. Und das ist kein regulärer Nebel. Das ist etwas anderes. Ich gehe ein bisschen schneller. Auf was laufen wir denn hier die ganze Zeit zu? Ich habe das Gefühl, man kommt und kommt nicht näher, ne? I don't need your help. Oh, don't feel like that. Look around. I left you a sign. What? A sign.
Ja, sollte denn das auf der Kamera der Wegweiser sein? Also hier um mich rum sehe ich jedenfalls nichts anderes. Das ist ein Baum. Jetzt bin ich tatsächlich vor dem... Wo ist er? Vor jenem... Ach, wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Egal. Also gerade eben war hier auf jeden Fall noch sowas schön... Weiß, hell, leuchtendes auf der Kamera. Genau das da. Stay close, Bullet. Bleib hier. Taschenlampe wird mir nicht viel helfen, hat er gesagt. Oha. So. Das heißt, ich muss irgendwie um die rumschleichen, ne? Gehe ich mal von aus. Versuchen nicht mit denen in Kontakt zu kommen. Sehe ich das richtig? Trotzdem noch drauf zu? Hier. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ach, das ist noch einer. Ja, was soll ich jetzt machen? Du hoffst. Ach komm, jetzt streichel den Hund doch mal. Der hat auch Angst. Ah, die Richtung scheint mal zu stimmen, habe ich das Gefühl. Ja? Also gut. Also ich weiß nicht wirklich, was der Mann von mir will. Aber ich habe jetzt schon mal herausgefunden, dass ich so ein kleines bisschen einer anderen Spur hier folgen musste. Habe ich gemacht. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss irgendwie diese roten Gestalten da umgehen. Ich habe allerdings auch so ein kleines bisschen das Gefühl, eine falsche Bewegung und die greifen hier an. Ah ja. Die Spur ist echt schwer. Also ich bin jetzt, wie gesagt, relativ erfolgreich einer Spur gefolgt, hier unter diesem großen Baumstamm durch. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich sollte hier nicht unbedingt so direkt weitergehen. Und da sind schon wieder solche roten Gestalten auf der Kamera, aber ich kann mir auch keinen anderen Weg gerade vorstellen. Weiß ich jetzt nicht. Soll ich noch weiter außen rumlaufen?